Parteichefs in Not. Nach dem Wahleklar in Thüringen müssen sich die Bundesvorsitzenden von CDU und FDP Rückendeckung bei ihren eigenen Parteigremien holen. Ratlosigkeit in Thüringen. Gestern hatte Ministerpräsident Thomas Kemmerich seinen Rückzug angekündigt. Heute will er doch erstmal im Amt bleiben. Tod einer Symbolfigur. Der Arzt Li Wenliang hatte frühzeitig vor dem Ausbruch des Coronavirus gewarnt. Jetzt ist auch er am Virus gestorben und die Wut der Chinesen wächst. Wir beginnen mit dem, was der Wahleklat von Thüringen in der Bundespolitik angerichtet hat. Gleich zwei Parteichefs, die sich in ihren eigenen Reihen versichern mussten, ob sie noch genügend Rückhalt haben. Bei CDU und FDP gab es Krisensitzungen und bei beiden am Ende Unterstützung für die Vorsitzenden. Es bleiben aber viele Fragen, insbesondere wie es weitergeht vor Ort in Thüringen. Wir beginnen heute Abend mit der Lage bei CDU und FDP in Berlin und mit Florian Neuhahn. Es ist ihr Versuch, in die Offensive zu kommen. Nach Tagen der Kritik will die CDU-Chefin heute den Ball zu SPD und Grünen spielen. Wir erwarten, dass es eine Bereitschaft von SPD und Grünen gibt, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu präsentieren, der oder die als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin nicht das Land spaltet, sondern das Land eint. Am Abend zuvor ist Kramp-Karrenbauer selbst nach Erfurt gereist, um mit der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag über die Lage zu diskutieren. Ein stundenlanger Machtkampf, den Kramp-Karrenbauer am Ende verliert. Sie fordert Neuwahlen, die Parteifreunde vor Ort folgen ihr nicht. Obwohl die Stimmung in der Bundes-CDU auch heute eindeutig ist. Neuwahlen wären in dieser Situation aus meiner Sicht der klarste Schritt nach vorn. Zur gleichen Stunde ein weiterer Versuch eines Parteichefs, die eigene Macht zu sichern. FDP-Chef Christian Lindner gewinnt die von ihm gestellte Vertrauensfrage im Präsidium seiner Partei deutlich mit 33 von 36 Stimmen. Und gibt sich zugleich zerknirscht, nachdem die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich mit Stimmen auch aus der AfD viele irritiert hatte. Diese Zweifel an der grundlegenden Orientierung unserer Partei bedauern wir zutiefst. Wie weiter in Thüringen? Christian Lindner fordert Neuwahlen. Das kann sich auch die SPD-Spitze vorstellen. Oder dass die CDU den Linken Bodo Ramelow unterstützt. Es gibt einen Wahlsieger, das ist anzuerkennen. Und die CDU muss jetzt entscheiden, ob sie diesen Kandidaten verhindern will oder nicht verhindern will. Morgen Krisenkoalitionsausschuss in Berlin. Das Beben von Thüringen wirkt nach in die Hauptstadt. Gehen wir es nochmal durch, gemeinsam mit Shakuntala Banerjee. Shakuntala, vielleicht erst die FDP. Christian Lindner bedauert heute zutiefst, dass da Zweifel an der Grundhaltung der FDP entstanden sind. Ist er damit aus dem Schneider? Also er persönlich schon, die Partei noch nicht. Er hat ja vom Bundesvorstand sehr, sehr starke Rückendeckung bekommen. 33 von 36 Stimmen in der Vertrauensfrage für ihn. Das ist schon ein starkes Votum. Ist vielleicht auch ein bisschen aus der Not herausgeboren, denn in zwei Wochen sind in Hamburg Wahlen. Da will die FDP bestehen. Die steht momentan nach der letzten Umfrage bei 5%. Das wird sehr knapp und unter diesen Umständen wirklich ein nervenaufreibendes Rennen. Da müssen jetzt alle zusammenhalten, hört man aus dem Umfeld der FDP. Und da schließen sich jetzt eben die Kräfte, um dort das Schlimmste zu verhindern. Und dann die CDU. Die CDU-Chefin hat heute gesagt, man warte auf einen neuen Kandidaten von SPD und Grünen in Thüringen. Ursprünglich hatte sie ja mal Neuwahlen gefordert. Wie erfolgreich war denn Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrem Bestreben, den Landesverband auf Linie zu bringen? Ja, wenn man sie an ihren eigenen Aussagen misst, eben nicht. Sie ist ja hingereist mit der Aussage, Neuwahlen seien die beste Lösung. Diese Lösung hat sie nicht bekommen von der Fraktion. Die Fraktion setzt lieber auf einen zweiten Anlauf im Landtag und diesen Vorschlag in Richtung SPD und Grüne, der den Koalitionspartner SPD sehr erbost. Da hat Norbert Walter-Borjans heute schon gesagt, die CDU solle bitte aus dem Weg gehen und den Weg für Neuwahlen frei machen. Also das wird noch einiges an Diskussionsstoff geben. Das soll ja hier auch morgen im Koalitionsausschuss zwischen
Union und SPD besprochen werden. Also wenn man das nimmt, ist sie nicht erfolgreich gewesen. Sie hat ja auch hier im ZDF gesagt, es geht um die Glaubwürdigkeit der Christdemokraten. Die hat sie mit ihrer Fahrt nach Thüringen und mit den Gesprächen mit Thüringen noch nicht wiederherstellen können. Die Situation in Berlin. Danke, Shakuntala. Und wie jetzt weiter in Thüringen? Erstmal müsste Ministerpräsident Thomas Kemmerich den Weg für einen Nachfolger freimachen. Der FDP-Mann ließ aber heute wissen, ein sofortiger Rücktritt sei, Zitat, nicht geboten. Zu viele wichtige Entscheidungen stünden an. Jetzt soll der Ältestenrat des Landtages zusammenkommen. Möglichkeiten gibt es einige. Neuwahlen sind dabei jetzt doch eher unwahrscheinlich geworden. Michael Beverunge. Eigentlich wollte Ministerpräsident Thomas Kemmerich heute die Landtagspräsidentin treffen, um seinen alsbaldigen Rückzug vom Amt zu besprechen, sagte er. Doch dann die nächste Volte im thüringischen Wahldrama. Kemmerich will erst mal bleiben. Die Juristen der Landtagsverwaltung und der Staatskanzlei sind sich darüber einig, dass ein Rücktritt zum Beispiel sofort nicht geboten ist, da es wichtige Entscheidungen der Landesregierung gibt, für die es zumindest ein amtierendes Regierungsmitglied braucht. Für die Linke ein untragbarer Zustand. Wenn Thomas Kemmerich zurücktritt, ist er geschäftsführend im Amt. Und wir können am gleichen Tag mit seinem Rücktritt, wenn der wirksam ist, einen neuen Ministerpräsidenten oder eine neue Regierung wählen. Also insofern sind das alles vorgeschobene Argumente, nur um seine Zeit im Amt zu verlängern. Dafür hat sich inzwischen die CDU im Land zu zwei Schritten durchgerungen. Fraktionschef Moring muss bis Mai zurücktreten und statt Neuwahlen will die Union in einem erneuten Urnengang die Wahl von Bodo Ramelow nicht mehr verhindern, sondern ermöglichen. Im ersten Wahlgang werden wir einen Ministerpräsidenten Ramelow natürlich nicht mitwählen, auch im zweiten Wahlgang nicht. Und im dritten Wahlgang besteht ja dann die Möglichkeit, dass man sich möglicherweise auch enthalten kann, damit auch nicht Parteitagsbeschlüsse umgeht. Am Abend demonstrierten in Erfurt auch heute wieder Hunderte gegen die Wahl des Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD und forderten Thomas Kemmerich auf, sofort von seinem Amt zurückzutreten. Gucken wir noch kurz live nach Erfurt zu Melanie Haag. Melanie, guten Abend. Das wirkt ja jetzt doch eher zäh, obwohl alle versprochen hatten, schnell Klarheit zu schaffen. Wie sehe denn jetzt das wahrscheinlichste Szenario aus für Thüringen? Ja, also in der Tat, es sieht wirklich erstmal zäh aus. Nachdem die CDU ja gesagt hat, keine Neuwahlen, ist es zumindest jetzt erstmal so weit, dass die Parteien hier miteinander reden. Die CDU mit der Linken, die Grünen mit der CDU. Und ja, Kemmerich hat ja gesagt, er wird sein Amt erstmal nicht niederlegen. Und das ist ja auch wirklich das Interessante. Er ist tatsächlich in der Tat im Moment das einzige amtierende Regierungsmitglied. Und die Frage ist natürlich, wie wird es weitergehen? Er will eigentlich nach wie vor das Parlament auflösen, aber wahrscheinlicher wird eine Vertrauensfrage eben sein. Und dann, und das ist wirklich das Neue heute auch an diesem Tag, hat die CDU ja gesagt, dass sie sich der Stimme enthalten wird. Und damit wäre der Weg frei für Bodo Ramelow, der jetzt auch gerade sich noch mal zu Wort gemeldet hat und auch gesagt hat, er ist gegen Neuwahlen und stehe bereit für eine neue Wahl zum Ministerpräsidenten. Jetzt erstmal zum Fahrplan. Das ist ja immer gut, wenn man einen hat. Am 18. Februar tagt der Ältestenrat des Landtages und dort entscheiden die Juristen, wie es in welchem Verfahren weitergeht, heißt solange weiterhin erstmal Hängepartie. Wir sind gespannt, wie es weitergeht in Thüringen. Melanie, herzlichen Dank. Und wie kommt all das bei den Deutschen an? Eine Antwort auf diese Frage gibt das brandneue ZDF-Politbarometer und Matthias Vornhoff. Guten Abend, Matthias. Hallo, guten Abend. Nach den turbulenten Tagen in Erfurt haben wir eine Blitzumfrage gemacht und gefragt, ob es richtig war, dass Thomas Kemmerich die Wahl angenommen hat, die ja nur mit den Stimmen der AfD möglich war. Ein Drittel sagt, ja, das war in Ordnung so. Eine Mehrheit von 58% aber findet das nicht richtig. Auch die CDU hat Kemmerich ja mitgewählt, obwohl die Partei eine klare Beschlusslage hat, nicht mit AfD oder Linke zu kooperieren. Nicht mit der Linken zusammenzuarbeiten finden 40% richtig, 50% falsch. Klarer das Bild bei einer Zusammenarbeit der CDU mit der AfD. Das lehnen mehr als drei Viertel der Deutschen ab. Interessante Zahlen. Jetzt ein ganz anderes Thema. Weltweit geht ja die Angst um vor dem Coronavirus. Wir berichten gleich in dieser Sendung. Zunächst die Frage an dich. Wie sehr beschäftigt das die Deutschen? Die sind im Moment, was das betrifft, ziemlich entspannt. Es gibt ja auch noch nicht so viele Fälle im Land.
Die eigene Gesundheit ist nicht gefährdet, das sagen 90%. Und 80% glauben, dass bei uns genug gegen die Ausbreitung des Virus getan wird. Zwei Drittel erwarten übrigens, dass die Ausbreitung des Coronavirus der Weltwirtschaft gar nicht so stark schaden wird. Matthias, vielen Dank. Und alle Zahlen des ZDF-Politbarometers gibt es im Heute-Journal ab 22 Uhr und natürlich schon jetzt auf heute.de. Dort finden Sie auch weitere interessante Daten der aktuellen Umfrage. Unter anderem, wer sind aktuell die 10 wichtigsten Politiker? Auch auf dem vor Japan in Quarantäne liegenden Kreuzfahrtschiff Diamond Princess greift das Virus um sich. 41 neue Infektionen wurden jetzt nachgewiesen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Fälle auf dem Schiff auf 61. Die Betroffenen werden von Bord gebracht in Krankenhäuser. Mehr als 100 Menschen zeigen Symptome und werden untersucht. Fast 3.700 müssen weiterhin auf dem Schiff bleiben, mindestens noch bis zum 19. Februar. Etwa die Hälfte von ihnen sind Japaner, 10 sind Deutsche. Guten Abend, liebe Zuschauer. Erst am Sonntag kommt der Sturm. Morgen wird es noch mal ganz angenehm bei uns. Aber von Westen wird uns bereits eine erste Wolkenfront erreichen. Aber sie bringt wohl noch keinen Regen. Und gleichzeitig wird hier das Westwindband über dem Atlantik stärker. Ein Tief hat sich dann eingelagert. Und das bringt uns Sonntag und Montag Sturm- und Orkanböen in Mitteleuropa. Heute Nacht ist noch alles ruhig. Klarer Himmel, ein paar Nebelfelder haben wir im Süden. Auch im Nordosten vielleicht Wolkenlücken. Und es wird kalt, wieder frostig. Im Norden um 0 Grad, sonst -2 bis -5. An den Alpen -10 Grad. Und morgen wird es tatsächlich etwas milder als heute. Meist sind das 5 bis 10 Grad. Im Westen allerdings 11 bis 13 oder 14 Grad. Und es wird noch die Sonne scheinen. Im Osten und Süden vor allen Dingen. Im Westen setzt dann schon die Bewölkung ein. So von etwa von der Eifel bis zur Nordsee. Starke Bewölkung am Nachmittag. Es bleibt trocken und der Wind frischt im Norden etwas auf. Und dann kommt der Sturm am Sonntagmorgen im Nordwesten. Am Nachmittag dann erste Orkanböen auch in der Mitte Deutschlands. Und in der Nacht zieht er dann weiter. Am Montagmorgen ist auch der Main und die Alpen dran. Sturm und Orkanböen und das Wetter ziemlich garstig. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und machen Sie es gut.